ja gerade stehen, noch Portugal, Italien und Spanien auf der Kante. Enthält denn dieser permanente Krisenmechanismus, der jetzt da eingeführt werden soll, irgendwas, das solche Länder retten kann, bevor sie von den Ratingagenturen abgeschrieben werden, wie gerade jetzt in Irland? Nein, dafür ist der Rettungsschirm auch gar nicht das richtige Instrument. Der soll ja tatsächlich greifen, wenn das Kind in den Brunnen